20. September 1957, Südostseite des Urals, Russland. Ein Betontank mit hochradioaktiver Flüssigkeit explodiert in der kerntechnischen Anlage Mayak. Dabei seien wohl größere Mengen an radioaktiver Strahlung ausgetreten als bei Tschernobyl, knapp 11 Jahre später. Viele Menschen starben, doch hielt es die russische Regierung geheim. Ende September 2017. Europa. Es werden erhöhte Werte des radioaktiven Isotops Ruthenium-106 in Europa gemessen. Zwar sind diese Werte noch nicht gesundheitsgefährdend, trotzdem ist man deshalb beunruhigt, da man nichts von einer Atomkatastrophe wusste. Nun endlich kommt etwas Licht ins Dunkeln. Der russische Wetterdienst hat nun bestätigt, dass auch in Russland extrem hohe Konzentration des radioaktiven Isotops Ruthenium-106 gemessen wurde. Damit dürfte nun geklärt sein, woher die radioaktive Wolke kam. Obwohl der russischen Behörde keine höheren Werte bekannt seien. Bisher ist die Ursache der erhöhten Werte jedoch noch unklar. Man geht aber davon aus, dass das Isotops Ruthenium-106 aus dem ehemaligen Atomkraftwerk Maya, welches heute zur Wiederaufbereitung abgebrannter Brennstoffe dient, ausgetreten sein könnte. Wie gesagt, die genaue Ursache ist nicht bekannt. Greenpeace in Russland hat die russische Atombehörde aufgefordert, die jüngsten Ereignisse gründlich zu untersuchen. Wir sind gespannt. Ich halte euch natürlich wie immer bei neuen Erkenntnissen auf diesem Kanal auf dem Laufenden. Also nicht vergessen zu abonnieren.